Meine Herren, hier ist er, der neue Torwart von Manchester City, Bert Trautmann. Scheuen Sie sich nicht, ihm Fragen zu stellen. Heben Sie die Hand, wenn Sie eine Frage haben. Und wir erteilen Ihnen das Wort. Bereit, Bert? Ja? Als deutscher Kriegsgefangener hätten Sie sich je vorstellen können, dass Sie mal Torwart von Manchester City werden? Nein, ich glaube es immer noch nicht richtig. Was wollen Sie hier bei uns erreichen? Ich will die Spiele gewinnen. Und mich gut um meine Familie kümmern. Wo haben Sie so gut spielen gelernt? Wann hatten Sie Zeit dazu? Ich meine, Sie sind sehr jung. Sie waren viele Jahre lang Soldat. Ich fand in meiner Kindheit nichts schöner, als wenn meine Freunde vor dem Haus standen und mich riefen, um mit ihnen Fußball zu spielen. Mein Vater war sehr streng und ich durfte erst gehen, wenn ich die Hausarbeit erledigt hatte. Aber dann rannte ich so schnell ich konnte zu den Jungs. Aber meistens kam ich zu spät und die Mannschaften standen schon fest. Keiner von denen wollte ins Tor, also habe ich mich angestellt. Ein Glück für uns. Manchester hat eine große jüdische Gemeinde. Wie wird die wohl auf Sie als Keeper reagieren? Lassen Sie uns die Fragen auf den Fußball stellen. Unsere Leser haben das Recht zu erfahren, ob Ihr Fallschirmjäger in Kriegsverbrechen verwickelt war. Der Krieg ist vorbei. Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass Sie auf diese Fragen verzichten. Nein, bitte, meine Herren, Gentlemen, bitte. Wir stellen Ihnen Bert Trautmann als das große neue Talent von Manchester City vor. Ich habe meine Pflicht getan als Soldat. Wir hatten keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ja, das behaupten Sie, aber wir haben recherchiert und herausgefunden, dass Sie freiwillig zur Wehrmacht sind. Er war ein junger Kerl. Ja, das ist richtig. Kommt schon, Leute. Zurück zu den Fußballfragen. Ich wusste nicht, wie das sein würde oder was ich da tat. Und als ich dann an der Front war, war es zu spät. Ich habe nur meine Pflicht getan, wie jeder Soldat. Sie wollten also gar kein Soldat sein? Ich hatte überhaupt keine Wahl unter den Umständen. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen. Unter anderem das Eiserne Kreuz. Ist das richtig? Ist es wahr, dass Sie das Eiserne Kreuz besitzen? Ja, das ist wahr. Und Sie waren Mitglied des Odenwald-Regiments. Meine Herren, ich bestehe darauf, dass Sie Ihre Fragen ausschließlich zu Fußball bezogen haben. Wussten Sie von der Deportation der Jungs? Wann ist der neue Torwart von Manchester? Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Hey, der Blonde da im Tor, der ist nicht mal schlecht, ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Trautmann, du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Okay, Jungs, hört mal, das ist Bert aus Bradford. Wir probieren ihn heute mal im Tor aus. Was ist mit Bert aus Bradfords Hals? Er hat da oben eine Kriegsverletzung. Der Arme kann kaum sprechen. Du bist völlig verrückt. Das ist ein verdammter Deutscher. Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren. Hier geht's nicht um Fußball, Dad. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Ich bin doch kein Monster. Denkst du, du spielst ein bisschen Fußball und alles ist vergeben und vergessen? Statt zum Tanzen zu gehen, mussten wir unsere Abende im Luftschutzkeller verbringen. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Was wollte Thompson? Er will mich für ein Probespiel sehen bei Man City. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das Eiserne Kreuz. Du hast das Eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Ich habe Bert als Menschen kennengelernt, als Mann. Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen. Spielen Sie für die Menschen, die Sie aufgenommen haben. Spielen Sie für Ihren Sohn. Und geben Sie etwas zurück.